Ja, hoi, meine Tippnimm-Freunde von heute. Willkommen zum 21. Tag dieser Fußball-EM 2016 in Frankreich. Das Tippspiel auf meinem Kanal. Gestern gab es ein Spiel und heute gibt es wieder ein Spiel. Beides im Viertelfinale. Gehen wir erstmal auf das Spiel von gestern. Und gestern gab es das Spiel Wales gegen Belgien. Die, ich nenne es mal, fußballfreudigen Waliser gegen die Favoriten aus Belgien. Theoretisch dachte ich mir, dass das hier auf jeden Fall eine klare Entscheidung ist, nämlich dass Belgien gewinnt. Aber, wie der Schicksal wieder so gesagt hat, denkst du dir, Wales hat nämlich Belgien mit 3:1 rausgekickt und ist somit im Halbfinale drin. Heißt also, das erste Halbfinale wird Portugal gegen Wales sein und vielleicht erleben wir da auch wieder eine Überraschung. Ich hoffe es natürlich, aber man kann ja nie wissen. Gut, das war die Partie von gestern. Wir streichen einmal Belgien aus der Liste. Das geht einmal. Und dann sind sie raus. An dieser Stelle tut mir leid für Belgien, aber so ist halt eine Fußball-EM. Springen wir auf das Spiel von heute, denn heute gibt es die Partie im Viertelfinale, würde ich sagen. Die Partie, auf so viele Deutsche gewartet haben, nämlich Deutschland gegen Italien. Deutschland, das Deutschland, was im letzten Spiel gezeigt hat, dass es auch richtig Fußball spielen kann, gegen Italien, die den Titelverteidiger rausgeschmissen haben, gegen Irland zwar verloren haben, aber die Gruppenphase gewonnen haben. Italien ist, muss ich zugeben, eine sehr gute Mannschaft. Und wenn Deutschland so spielt wie in der Gruppenphase, dann wird es sehr schwer für die Deutschen sein, um weiterzukommen. Genau gesagt spricht sogar ein Fakt dafür, dass die Italiener größere Chancen haben, weiterzukommen als die Deutschen. Denn es ist so, dass die Deutschen in einer EM bzw. WM noch nie gegen Italien gewonnen haben. Wenn das mal kein böses Omen ist, natürlich kann man ein Omen immer abstreiten und sagen, von wegen, das ändern wir heute. Und das denke ich auch, dass wir das heute ändern werden. Ich war mal überlegen, ob ich Italien in meinem Gedanken, also ich war mal überlegen, was so das spricht, so wer gewinnt. Und ich habe immer gehabt, so von wegen, Italien gewinnt 1:2. Aber ich möchte noch Spaß bei dieser EM haben. Und deswegen tippe ich, dass Deutschland mit 2:2 gewinnt. Ja, das ist mein Tipp. Hey! Gut, Leute, das sind meine Tipps. Schreibt eure in die Kommentare und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn das letzte Viertelfinale gespielt wird, nämlich Frankreich gegen Island. Das wird auch ziemlich interessant. Bis dahin, einen schönen Tag noch, viel Spaß bei dem Spiel und Masala Bista, Baby!